neue Folge des Gamer Panthers Jahresabschluss Podcastes, Teil 4. Ist das schön vierten Advent erstmal. Dabei sind wieder Markus und Niklas, wie in der letzten Woche. Hi. Der Tore kommt später dazu, das haben wir schon mal. Ja, das wird der Running Gag jetzt. Ja. Und wir beginnen mit einem Spiel direkt, auf das sich eigentlich von uns nur Tore gefreut hat. Das heißt, eigentlich können wir es jetzt in Grund und Boden haten. Das Spiel ist Alien Isolation. Mm. Es kam am 7. Oktober raus. Also ich habe mir das in einem 24-Stunden-Stream fast komplett angeguckt. Ich fand's cool, muss ich sagen, aber ich fand's kein Vollpreistitel. Also ich fand, es war ein cooles Spiel mit coolen Schreckszenen. Das war richtig geiles Setting, Next-Gen-Grafik. Nur, was am schlechtesten am Spiel war, das Alien selber. Das Alien selber hatte eine strunzdoofe KI, fand ich. Das sahen manche anders, wie ich es im Stream gehört habe, aber ich fand das Alien war irgendwie viel zu doof, dafür, dass die Filme so mega intelligent sind. Klar, das Spiel am Spiel zu machen, aber wenn man nur eine KI machen muss, dann schafft man das ja wohl. So, jedenfalls, oh, das Alien hatte so gut wie keinen Schattenwurf. Hat Torek was zu sagen? Das Alien hatte so gut wie keinen Schattenwurf. Das fand ich ein bisschen schwach und es sah auch nicht so schön aus, wie ich dachte. Deswegen... Who are you? Hallo, Tore. Hallo. Wir sprechen gerade von Alien Isolation. Was sagst du dazu? Der hat jetzt auch mal... Was? Alien Isolation, deine Meinung. Warte, lass mich doch erstmal jetzt hier ankommen. Also, hallo erstmal. ja, ich hatte halt gerade keine Zeit, aber kann ich gleich außerhalb der Aufnahme erklären. Alien Isolation, hat jemand das von uns gespielt? Nee. Nein, ich habe mir es im Stream fast komplett angeguckt, hab ich gerade ein bisschen davon erzählt, aber... Nö, hast du davon was gesehen oder gespielt? Was heißt gesehen, aber Anfang des Jahres habe ich noch gesagt, das wird auf jeden Fall ein Lichtkauf. Aber ich habe mir jetzt mal ein bisschen reingezogen auf Streams und so und ich fand es irgendwie richtig langweilig, muss ich sagen. Ja, ich fand es also, cool, gerade dass nur ein Alien gab, das fand ich cool, dass halt so ein Survival-Aspekt hatte. Ja, aber ich fand, das irgendwie ist alles so gleich aus, weißt du? Das hat mich auch gestört. Ja, alles gleich aus, das ist nichts Neues. Ich fand's cool, ich fand's cool, diese Schreckmomente, die da hattest. Also quasi so im Endeffekt, dass der Also ich kann das Spiel auch nicht. Und wenn man das zum ersten Mal gespielt hat und das nicht wusste alles, ne? Und dann ist man so quasi lang gegangen, hat sich vor dem Alien unten versteckt oder so. Und dann ist es irgendwie nach oben in so einen Lüftungsschlitz abgehauen. Und dann immer, wenn er so runterrotzt hier irgendwo, also dass so die Rotze, von dem er irgendwie so runterläuft, dann weißt du, dass der oben drüber hängt, ne? In dem Schacht, weil dass du da nicht drunter durchgehen kannst. Das wusste der eine halt nicht, ne? Dann ist er halt unter diesem Lüftungsschlitz da durchgegangen und auf einmal geht die Kamera so nach oben und dann kommt der von oben runter und holt dich dann so richtig krass. Also das fand ich cool, aber das wusste man halt dann ab dann. Und immer wenn man das dann gesehen hat, geh mal dann vorbei, ne? Und im Endeffekt wusste man dann auch so, wie das läuft, dass man hinter welchem Tisch man sich verstecken konnte und so weiter. Und dann wurde es langweilig, das Spiel. Aber ansonsten fand ich das echt cool. Auch die Grafik natürlich fand ich nicht schlecht, aber halt, was der Tora angesprochen hat, dieses monotone Design. Ja. Das ganze Raumschiff, genau. Die ganzen Raumschiffe sahen alle gleich aus. Und ich muss sagen, das finde ich ein bisschen traurig. Und was ich gerade noch sagte, dafür, dass man nur ein Vieh hatte, ein Alien, war es relativ schlecht designt, fand ich. Dass ein Alien eigentlich relativ einfach zu designen ist, dass es genug Vorlagen gibt. Das stimmt. Und es hatte, wie gesagt, keinen Schattenwurf, wenn ich das nicht übersehen habe. Und das hat dann noch ein Review. Schattenwurf ganz schlecht gemacht. Nein, das Alien hatte gar keinen Schattenwurf. Warum? Ach, gar keinen. Ein Alien, das macht den Schatten weg halt. Ja, das ist halt ein Alien, oder? Halt durch. Und wie gesagt, ich fand die Idee cool, dass es nur eins gibt und nicht über dem Colonial Marines, was ein bisschen sehr gefloppt ist, dass man da irgendwie 20.000 Aliens wegballert. Es hat nur einen Alien gab, aber wie gesagt, es war ein bisschen schwach umgesetzt und für mich wäre es 20 Euro im geholt, aber kein Vollpreistitel. Nee, auf jeden Fall, das war ja 60 Euro am Release, das hat mich ja noch mehr abgeschreckt. Dennoch, was wir in der letzten Folge übersprungen haben, da Tore jetzt da ist, Tore Metro Redux. Oh! Ja, muss man mal zu sagen. Das haben wir übersprungen, weil wir Hast du das Release-Datum im Kopf? Nee, ne? Ich hab's gesagt in der letzten Folge noch, am 29. August. Habt ihr übersprungen? Ja, wegen dir. Ja, extra für dich. Ja, gut, was kann ich dazu sagen? Also ich hab das Metro 2033 Redux gespielt. Das andere wollte ich mir nochmal holen, das Last Light. War eigentlich ganz cool. Also das Spiel hat auf jeden Fall auch vorher schon einen Wiederspielungswert. Also man kann es immer wieder spielen, weil das einfach das Gameplay richtig geil ist. Storymäßig sowieso absolut mein Lieblingsspiel. Hat auch sogar The Last of Us getoppt. Auf jeden Fall der Last Light Teil. Jedenfalls das Ende fand ich richtig episch. Ich habe das böse Ende gekriegt. Ich will auch nichts spoilern. Es gibt auf jeden Fall zwei Enden, das gute und das böse Ende. Und storymäßig ganz oben bei mir hat mich richtig geflasht das Ende. Und die Redux-Teile haben, glaube ich, für mich nur 10 Euro gekostet, da ich die an beiden Teile schon hatte. Und deswegen war das richtig gut. Also da hätte ich sogar eine Kaufempfehlung locker ausgesprochen. Okay, ich richtig cool gemacht. Und Grafik-Settings auch von 2033 auf jeden Fall deutlich besser. Von Last Light ein bisschen schwach. Also Last Light sah ja schon richtig gut aus, aber da konnte man auch nicht mehr viel verbessern bei Metro Last Light Redux. Aber von 2033 sehr gutes Remake und ja, das war super.
Ja, fand ich auch, als ich so gesehen habe, 32 richtig schön, und gerade mit den Lichteffekten war richtig gut gemacht. Ja, draußen vor allem, ja. Jedenfalls in der freien Natur so, waren und die Lichteffekte noch, besser. Was du meinst gerade mit Last Light, das ist ja derselbe Effekt wie bei The Last of Us, das Spiel war einfach zu neu, da war nicht viel zu machen. Aber wie gesagt, Metro, ich kenn nur die Story, weil ich nur das Buch gelesen habe. Und also, selbst die Story, kann ich auch bezeugen, kann einiges. Bin zwar nicht ganz durch, bin auf Seite 1100 von 1600 oder so, aber das Buch kann einiges auf jeden Fall. Ja, das will ich mir auf jeden Fall auch irgendwann gönnen, aber das ist ja was anderes jetzt. Aber übrigens noch kurz, das haben wir schon ganz sehr lang ausführlich besprochen, Toro. Noch einmal kurz zwei Sätze zu Destiny. Achso, Destiny, was habt ihr denn da so zu gesagt? Ist auch egal. Ihr habt ja schon irgendwie auf jeden Fall Destiny, Spiel des Jahres, kann ich schon mal jetzt sagen. Oh, okay. Weil das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, bis jetzt ist das Spiel des Jahres. The Crew kommt ja noch, vielleicht toppt's ja noch. Aber Destiny hat für mich so viel Zeit abgenommen. Also ich habe da richtig viel Zeit investiert. Ich bin jetzt, glaube ich, Stufe 28. Und jetzt ist langsam der Punkt angekommen, wo jetzt ein bisschen langsamer wird. Also du machst so deine tägliche Story und so. Also, aber im Level kommst du kaum weiter, weil halt diese Materialien, die du brauchst, sind halt sehr schwer zu bekommen. Ja, das hatte ich schon erklärt, die ganze Geschichte. Das ist ein bisschen blöd alles. Ja. Also was ich jetzt so momentan mache bei Destiny, ist auch so tägliche Story und mal irgendwie mal wir wöchentlichen Strike und so, aber jetzt die Story ist durch und ich weiß nicht, ich hab die fast die beste Rüstung und ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll, aber jetzt muss langsam mal das DLC kommen, sonst steht das Spiel langsam ein, aber bis jetzt war das Spiel top, also das ist fast das Spiel des Jahres. Also war das hatte ich von, ich davon ausgestellt, für mich gehört es gerade mal so, also irgendwie in meine Top 10, aber mehr leider auch nicht, weil halt mir fehlt ein bisschen so die, auch die langsame Motivation, die am Anfang so groß versprochen wurde. Frechheit war nur, als MMO zu verkaufen, das war eine Frechheit. Genau. Das hat man auch schon ausführlich durchgekaut, Ja, gut, das erwähnen wir jetzt mal jetzt hier nicht mehr. Genau, also FIFA hat auch schon durchgekaut, das hat die Standardsachen halt, nichts Großes Neues, ist cool mit Next Gen jetzt und fertig. Gut, dann Alien Isolation dann auch durch. Nettes Spiel, aber kein Vollpreistitel, wie schon gesagt. Wenn es mal mit Steam Sale ist für 10, 15 Euro, werde ich mir es auf jeden Fall mal holen, träge ich mal. Dann kommen wir zum Spiel, was auf jeden Fall trotzdem noch schlechter ist als Alien Isolation. Es gab erst eine kleine Beta und danach kam am 7. Oktober endlich Counter-Strike Nexon Zombies. Ja, von Nexon haben wir schon gedacht, als Nexon hin dran statt Nexon, da kennen wir die ganzen schönen Spiele von Nexon. Nexon hat nur gute Spiele gemacht. Tore, sag mal ein paar Beispiele. Du kennst ja auch ein paar schöne Nexon-Spiele. Ja, weiß nicht, Warrock zum Beispiel. Ja, Warrock zum Beispiel, ja, auf jeden Fall. Also halt so ein Free-to-Play-Shooter. Wolf Team ist, glaube ich, auch von Nexon. Also Nexon, ja, Nexon kennt sich mit Premium-Spielen auf jeden Fall schon mal aus. Ja, was haben sie bei Nexon Zombies gemacht? Sie haben Counter-Strike 1.6 1:1 erstmal auf Steam released. Deswegen viele haben sie, das sind die einzigen Leute, die auch freuen, die einfach nur 1.6 spielen wollten, was sie früher auch schon gespielt haben. Also und dann ganz mal aber halt über Steam. So, das darf aber schön. Vielleicht die 1.6 gerne spielen. Aber dann die Zombies reinzupacken in fast jedem Modus, außer halt diesen normalen Counter-Strike. Ja, du kannst auch normalen CS spielen. Genau, meine ich ja. Das hat viele halt gefreut, weil die 1.6 über Steam hatten. Aber die Zombies, einmal die Zombies waren. Wir gehen erstmal nur vom Zombie aus. Für 1.6 wollen wir es nicht haten. Es gibt halt viele Fans davon, verstehe ich vielleicht auch oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber. Weil die Kraft scheiße ist. 1.6 Fangame. Wir gehen erstmal nur von den Zombie-Teilen, ja? Die Zombie-Mission. Die Zombies, ich habe noch nie schlechtere Zombies gesehen. Die hatten eine strunzdoofe KI. Die waren verdammt hässlich. Die Zombie-Spielmodus war so unnötig, wer das Video von Alt-F4 Games gesehen hat. Es gibt, das habe ich selbst nicht gesehen, man muss Wellen killen, dann kommt eine Wand mit 20.000 HP, auf die drei Leute ungefähr 10 Minuten ballern müssen, dann ist sie weg. Dann kommt noch eine Wand mit 40.000 HP, auf die man 20 Minuten ballert, die einfach nichts macht. Das kommt dann vor wie im Destiny-Strike mit den Bossen, die einfach auch nur dumm rumstehen teilweise. Aber die sehen wenigstens mal was aus, da stand einfach eine grüne Wand. Dann ballert man nochmal 10 Minuten auf eine grüne Wand und dann ist die Runde vorbei. Hä? Klasse. Was haben die denn? Ist einfach so ein... Ja, wir haben auch mal ein Video aufgenommen, was leider in die Hose gegangen ist, mit Niklas, Kevin und mir. Niklas, du hast auch gespielt, ne? Ja, das ja. Ja gut, dann Niklas, gib mal dein Feedback. Unser Standpunkt hast du das nicht. Niklas hat 5x5 Pfand angegeben. Ich wiederhole mich mal gerne, wie in dem Review, das allerbeste Counter-Strike meines Lebens. Ja. Und das hat so viel Spaß gemacht, einfach auf dumme Zombies zu schießen und... Nee, keine Ahnung. Das Spiel, das kann man nicht einordnen, das ist einfach so ein großer Bullshit. Das ist so es war schlechter als Rambo The Video Game, möchte ich mal betonen. Das ist richtig schlecht, also das könnt ihr euch nicht geben, ey, da wollt ihr echt... Wenn ihr das spielt, ey, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Da wollt ihr echt nur deinen Film rausholen und den Bildschirm wichsen, ey. Jetzt hat das Spiel genug Aufmerksamkeit reicht, nicht mehr Aufmerksamkeit. Ja, warte, ein Satz noch. Ja, komm, hau raus, das ist ein super Spiel für so besoffene LAN-Abende. Nicht mal. Da würde ich lieber... Du kannst es nicht ertragen. Bei genug Promille geht das. Da kannst du lieber Left 4 Dead spielen. Okay, gar keinen gut, dann war's das. Left 4 Dead auch sehr leicht, das ist immer noch nicht Anspruch. Weil das ging so, gar nicht, Krampf. Dann kommen wir zu einem Spiel, was wahrscheinlich sehr schön war, als Counter-Strike Nexon Zombies jedenfalls, aber wo die Online-Features bis heute ein Krampf sind. Wir reden, am 8. Oktober ist es erschienen, von Drive Club.
Ja, Drive Club, ich hätte gerne angespielt mit der groß angekündigten kostenlosen PlayStation Plus Version, die, was haben wir heute für ein Datum? Ich schau mal genau hin, 22. November. Und ich gucke meinen Store, ach ja, ist gar keine kostenlose PlayStation Plus Version. Woran liegt das? Ach ja, schade, die Server laufen zwei Monate lang und lief immer noch nicht. Moment, denken wir mal drüber nach. Halo Master Chief Collection kam auch noch raus, liefen die Server gar nicht. Gestern kam 2 GB Patch, 3 Tage lang Release, es läuft. Drive Club 2 Monate, kam immer noch kein Patch, der funktioniert. Komisch. Ja, das wer ist echt das inkompetent? Ja. Es ist entweder Sony oder Evolution Studios, ich kann es mir von keinem von beiden vorstellen. Aber irgendeiner muss es ja verbockt haben. Ich weiß es nicht. Das ist echt so eine traurige Story, weißt du, ich habe mich so auf Drive Club gefreut. Auch diese Nachricht, als es hieß, es gibt eine kostenlose PS Plus Demo oder ja, Version, die dann jeder gratis spielen kann. Ja. Ich mir, geil, ja, kannst du das Spiel antesten und dann holst du dir halt so diese 36 € oder was das kostet, noch die Vollversion. Ja. Ja, ne? Naja, das ist echt, also ich hab mich da echt geärgert, weil ich fand, was heißt eine Frechheit, aber wenn man schon so groß ankündigt, oh, ey, jeder kriegt's umsonst für PS Plus, was ist das denn? Also man muss ja richtig verarscht gefühlt, muss man muss sagen. Ja im Umkehrschluss auch verstehen. Das ist ja logisch, dass sie den zurückhalten, wenn die Server nicht laufen. Aber ja, wenn ich mir inkompetent, dass die Server 2 Monate lang nicht laufen. Und, aber gut, es ist immerhin gut, dass der Herr Yoshida, der Sony, ich glaube Yoshida ist ja der Sony-Präsident, immer noch auf Twitter dauernd betont, sie wird noch kommen, die Version. Ist ja schön, auch wenn sie im Januar kommt, dann werde ich auf jeden Fall anspielen, mir vielleicht das Spiel aber trotzdem ist es der schlechteste Launch des Jahres, muss man sagen. Ja, das ist echt, das war echt Fail des Jahres auf jeden Fall. Das war der schwächste Launch und das, jetzt beginnt auch langsam die Phase, jetzt kommen so viele Barry-Spiele in die nächsten Spiele, wo überall gab es Probleme und wir hatten ja auch schon ein paar. Also Grid hat mit dem Multiplayer ja einige Probleme gehabt bis heute, das hat ja auch mit rausflügen, Marius auch ein paar Mal rausgeflogen und so. Also irgendwie lief ein wenig Multiplayer dieses Jahr echt gut. Watch Dogs hatte Probleme, deswegen wurde es auch verschoben. FIFA lief am Anfang nicht gut. Titanfall war auch von rausfliegen begleitet. Also es gab so viele Probleme dieses Jahr bei den Online-Spielen. Ein großes Bachspiel kommt nachher noch, meistens des Jahres. Aber gut, Drive Club, ja, was habt ihr auf der Gamescom? Ihr habt's gespielt. Ne, ich hab's gespielt. Marius hat's gespielt. Ich glaub, den Nickers hatte keinen Bock mehr beim Anstehen irgendwann. wir haben uns das ja auf der letzten Gamescom, was das richtig traurig eigentlich ist, dass wir schon auf der letzten Gamescom gespielt haben und das einfach ja bisher ja immer noch nicht rauskam. Also ich hab's gespielt, und, ja. Ich muss sagen, leider, ich hab's letztes Mal gespielt und ich hab's jetzt gespielt und ich find's immer noch scheiße. Also ich ganz ehrlich, ich erwarte von so einem Spiel, es liegt wieder an der Fahr-Engine. Es war wirklich absolut unspielbar am Anfang, aber das haben ja auch alle gesagt. Ja, und jetzt ist das im Endeffekt, hat sich was getan. Ja, man kann nicht sagen, es hat sich nichts getan. Aber nicht auf keinen Fall in dem Maße, was man hätte erwarten sollen. Und ich muss sagen, ich mag dieses nicht, dass man nur quasi eine Rennen fährt auf irgendeiner abgesperrten Geradeausstrecke. Also ich mag in Rennspielen mehr Open World und das bietet mir einfach Drive Club nicht. Und dafür, dass es von den Entwicklern von Motorstorm ist, hätte ich gedacht, ja, jetzt kommt was Cooles, aber leider enttäuscht worden. Und tja, da muss ich auch mehr nicht zu sagen. Ich werde es mir nicht holen. Muss man mögen sowas oder man mag es halt nicht. Ich halte immer noch an der Verschwörungstheorie fest, dass irgendwelche Hacker dauerhaft DDoS-Attacken auf die Server von Drive Club machen, damit die Entwickler merken, dass sie wieder Motorstorm machen sollen. Ich wünsche mir auch eins. Ich hätte lieber einen Motorstorm gesehen als Drive Club. Motorstorm, das wäre so geil gewesen. Ja, vielleicht kommt es ja nochmal. Oh, das hätte so schön werden können. Ich weiß noch, Nikas war glaube ich auch dabei, wo wir nachts um 12 in der Woche uns noch die PlayStation-Ankündigungsfilme angeguckt haben. Ich glaube, Nikas war auch dabei. Ja, wo die PS4 angekündigt wurde. Und dann stand der Evolution Studios und ich und Niklas. Geil! Fett. Kommt halt und dann kommt da so ein echter Rennwagen, und dann P1 war es im ersten Trailer und dann ich und Niklas. Hä? Das war eins, das brach eine Welt für mich zusammen. Ich wollte ein geiles Offroad-Spiel. Also ich muss sagen, es gibt Rennspiele wie Sau. Das sind meine absolut Lieblingsrennspiele, ja. Eben. Die Straßenrennspiele, die gibt's wie Sau, aber diese Offroad-Racer. Ja. Finde ich, gibt es seit den letzten Jahren keine qualitativ hochwertigen mehr. Nee, was gibt's denn? Was gab's MX, denn? MX Unleashed Scheiße, ne? Die MX vs. ATV Serie, die alle nicht so geil waren. Doch, der erste Teil, MX Unleashed war geil. Danach wurde es scheiße. Aber auch so dieses Quad-Spiel gab's, ich weiß gar nicht, wie es hieß gerade. Pure. Ah, die letzte. Das war auch nicht so geil, das war auch so nicht so geil. So scheiße war das Game. Also, es gab viele Games, die... Das ist das schlechteste Game, was es gibt. Ich hab's mir gekauft, hab's einfach nicht einmal gespielt, ja. Und dann gibt's Motorstorm 1, was schon richtig cool wird. War noch ohne Multiplayer, aber das Setting war mal was Neues mit Monument Valley und so weiter. Das war echt cool. Dann kam P-Rift, was mich so geflasht hat. Das war mein zweites PS3-Game nach PES, was meiner Konsole dabei war. Aber es war PES! Scheiß Bundle, Mann. Ich hatte das Pacific Bundle. Dann hatte ich mir direkt danach kam dann Uncharted 2 und P-Rift. Na jedenfalls, P-Rift habe ich so gefeiert, das Spiel. Ich habe zwar kaum Multiplayer gespielt, muss ich sagen, weil ich da noch nicht Niklas kannte. Aber P-Rift war
echt geil. Und dann wurde Apocalypse angekündigt und ich war so geflasht. Ich war so geflasht von der. Gerade die ersten Trailer waren so geil von Apocalypse. Und dann kam's raus und ja, durch Apocalypse haben die Kollegen das auch kennengelernt am Release-Tag. Ja. Ja, ich lange weiß Story. Nicht. Müssen wir einen Kommentar zu machen. Gott. Genau. Echt jetzt? Irgendwann Motorstorm-Podcast. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch bestätigen können, wenn man, wie man sich online kennenlernt, so lange Beziehungen, die kommen eins meistens durch Zufall. Deswegen ist Motorstorm auch mal. Eigentlich, das kann auch sein, dass ich deswegen so eine Bindung zu Apocalypse habe. Könnte sein, weil ich das. Apocalypse ist schuld, dass die ganze Sache auf die Stände gekommen ist. Ja. Ja, ich würde sagen, so viel zu Drive Club. Ja, würde ich vom Grafischen her sieht's cool aus, mehr kann ich leider nicht beurteilen. Keiner gespielt bis jetzt. Genau. Deswegen. Keiner gespielt von uns. Ja. Marit auf der Gamescom hat nicht gefallen. Was ist? Gut. Die auf der Gamescom hat nicht gefallen, habe ich nur gesagt. Ja. Dann kommen wir zu einem Spiel, was ich gespielt habe, was mir sehr gut gefällt, aber ich leider noch nicht ganz durch habe, bin aber fast durch. Es kam am 14. Oktober, ich habe mich, glaube ich, auf kein Spiel dieses Jahr mehr gefreut. The Evil Within. Ja, oh, The Evil Within von, von dem, was ist? Nix, weiter. Von dem Meister des Horrors Shinji Mikami entwickelt, ich das hat, also eigentlich schon damals gelesen, ein neues Spiel von Shinji Mikami war schon klar, das muss gekauft werden. Dann kam das erste Gameplay, das war direkt die erste Mission. Und das Spiel sah so geil aus. Es war mit Schockeffekten, es war brutal, was man von Shinji Mikami auch erwartet. Und es war auch noch von Bethesda gepublished und ich dachte, man musst du haben. Dann stand da Release 2000, was haben wir 14, ja. Und der Trailer kam, glaube ich, Ende 2012. Habe ich gesagt, oh Gott, noch so lange. Okay, damals wäre ich, glaube ich, auch noch nicht in dem Alter für das Spiel gewesen. Aber der Trailer sah cool aus. So. Dann war jetzt mal der Release-Tag nach 2 Jahren Vorfreude. Ich in Laden, ist immer ein bisschen geholt, drüber gefreut, gespielt. Es hat mir echt gut gefallen. Also es ist halt das Gameplay der ersten Resident Evils, nur dass man beim Schießen drüber gehen kann. Aber auch nur gehen, mehr auch nicht. Langsam gehen, sehr langsam gehen. Also sie haben dieses Resident Evil Survival von den ersten 4 Teilen zurückgeholt und diesen Action-Mist aus 5 und 6 einfach mal verbannt. Also praktisch ist es ein neues Resident Evil 4.5, würde ich mal sagen. Nur ohne nur Zombies, sondern halt viele Mutanten mit irgendwelchen Hunden mit Scheren als Augen, wo Scheren raushängen und irgendwelchen anderen brutalen Geschichten. Also ihr wisst jedenfalls mein Top 5 Spielen dieses Jahr. Ich würde sagen, vielleicht auch Platz 3. Weil ich fand es vom Gameplay besonders cool, das Setting hat mir gefallen. Und ich bin jetzt in, ich glaube, Erinnerung, nicht Erinnerung, wie heißt es, der Kapitel? Oder Level, wie auch immer, 10 von, ich glaube, 14 Trophys gibt's. Also relativ fast durch und ja, storymäßig cool. Ich gefällt mir richtig gut. Nur eine Sache, die auf den Sack, unsichtbare Gegner. Ich weiß nicht, immer noch. Das wollte ich gerade auch erwähnen, die sind richtig scheiße. Aber die gab's nur einmal. Das war eine einmalige Sache. Ja, als ich einmal zugeguckt hab, da gab's wieder was. Ja, genau. Und die sah ein bisschen nervig, man sagen. Das war scheiße. Aber sonst waren alle Gegnertypen auch cool. Immer andere Gegner, nicht immer dieselben. Ganz viele verschiedene coole Bosse, cool designed. Ja, hat mir echt gefallen, sie eben besser. Sonst hat sie keiner gespielt, oder? Niklas, Markus? Nee. Bei dir haben wir mal ein bisschen. Du hast mir angeguckt, also ich find's auch nicht schlecht, aber. Ich mag halt nicht Horrorspiele, die so aus basieren. Ich ja, ich bin halt, so gerne. Ich liebe halt Horrorspiele und Horrorfilme auch, beides. Das aber halt, nicht besser, aber halt Spiele mag ich nicht so gerne. Aber halt weniger Splatter, nur so Sachen wie halt Film auch in Richtung, ja, Insidious und Paranormal Activity, alles was mehr in Richtung Schock-Szenen geht, anstatt sowas wie Saw und so, das finde ich auch langweilig oder so. Wrong Turn guckt man sich mal an, weil es fast schon witzig ist, so schlecht wie das gemacht ist, aber das war's dann auch, also. Weiß nicht, ist für mich kein Grund, mir da irgendwie Splatterfilme anzugucken, wie ein Pair oder so. Naja. Gut, so viel zu The Evil Within. Was ja auch viele Splatter-Effekte hatte. Was aber auch passte irgendwie zum ganzen Spielgefühl. Dann kommen wir zum Spiel, was keiner von uns gespielt hat, was aber trotzdem nicht fehlen darf. 17. Oktober. Borderlands The Pre-Sequel. Oh, warum musst du noch Salz in die Wunde streuen? Borderlands The Pre-Sequel, was ich keiner von uns geholt habe, ist alle zusammen wollten und die Hälfte wollte sich holen, die Hälfte nicht. Dann haben wir gedacht, wir warten alle noch ein wenig. Marco ist ja mittlerweile vom Spiel so abgeneigt und denkt drüber nach, sich gar nicht zu holen. Was ich schon mal denke drüber nach, ich werde es mir nicht holen. Ja, man will es gar nicht mehr holen, nachdem er von ein paar Leuten gehört hat, dass es nicht so geil ist. Was hast du so gehört, Markus? Also, was ich gehört habe, ist, also ich habe es mir schon direkt, das war natürlich klar, Borderlands ist natürlich ein Borderlands 2 episch gesuchteter Spiel. Geht in die Ära ein von episch suchtenden Spielen. Also, ich mir sag nur, auf jeden Fall, aber das habe ich dann auch recht viel vom Nachfolger eigentlich erwartet. Ja, kommen ja sehr viel, ne? Nix kam da. Also da war, also das ist im Endeffekt ist das genau derselbe Nachfolger quasi wie von das, Borderlands 2. Das sieht gleich vorher aus, es hat gleiche Waffen. What the fuck? Es hat, also es ist im Endeffekt ist es das ist exakt dasselbe Spiel. Und nur mit ein paar Erweiterungen eigentlich und mit so unnötigen Scheiß, den man eigentlich nicht braucht. Und der Morten, der hat's halt gespielt und ich hab mir gesagt, ich hol's mir nicht, aber
Morten hat dann gesagt, was ich auch dem glaube, dass es im Endeffekt die Story nur scheiße ist und nicht teilweise lustig ist, also in, und im Umfang her in keinster Weise an Teil 2 anknüpft und auch die Charaktere schlecht gemacht sind und so weiter. Und dann hoffe ich, dass es dabei bleibt, so wo es auch gesagt wurde, dass es einfach ein Zwischenteil ist zwischen Borderlands 2 und Borderlands 3 und dass der Pre-Sequel quasi, weil die gesagt haben, Borderlands 3 braucht noch ein Weilchen und da hauen wir einen einfach gemachten Zwischenteil nochmal raus. Und ich hoffe einfach, dass es das ist und dass es jetzt nicht nochmal 6 Jahre dauert, bis irgendwie ein neuer Teil kommt. Und dass dann Borderlands 3 dann auch deutlich besser ist. Weil das ist wirklich eine Enttäuschung gewesen, muss man sagen. So, was ich gehört habe. Und ich werde es mal auch überlegen. Wenn es günstiger wird, denke ich mal, werde ich es mir auf jeden Fall holen. Aber bis vorher muss ich mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Bin da sehr geteilter Meinung zu dem Titel. Ich kann nur zu sagen, ich habe mal am Release-Tag knapp 2 Stunden, die ersten 2 Stunden Stream angeguckt. Es fing cool an. Ich fand das cool, dass man den Clutch auch spielen kann. War eine witzige Idee. Der aber eigentlich nicht viel konnte, muss man sagen. Und das, was nur witzig war, dass er wirklich kleiner ist, weil du warst immer ungefähr auf der Kniehöhe der anderen, wenn du da rumgerannt bist. So was er witzig gemacht, aber sonst sah es echt einzeln aus wie Borderlands 2 und mit der Schwerelosigkeit fand ich sogar ein bisschen störend im Video, weil ich fand irgendwie, das hat das Spiel unnötig verlangsamt, fand ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, aber sonst, also, ich denke mal, ich werde es mir irgendwann noch holen. Ich denke mal, Niklas auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ja, man kann ja... ich erwarte halt davon nur ein Borderlands 2, was einfach, ja, neues Borderlands 2, was ich... Ich muss sagen, Borderlands habe ich leider nicht gespielt. Schande. Mhm, ja, ja, man kann ja vielleicht sagen, da war wieder mal dieser falsche Ansatz, das wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert haben, sie haben es zum Vollpreis rausgehauen. Ja. Ja. Das als 20 oder auch 30 Euro Spiel hätte ich unbesehen gekauft. Wäre oder für als mich großen klasse DLC, gewesen. Als Standalone DLC für Borderlands 2 ankündigt. Ja genau, wie bei Infamous mit First Light, First Light, ja. Und wie hieß er? Ach Mann. Oder was noch er verleihen kann, ist Far Cry 3 Blood Dragon, was Blood ein ganz anderes Spiel war. Aber trotzdem Handys als eigenes Spiel, die haben nur Blood Dragon angekündigt, Ubisoft. Und das für 30 Euro, für 60 Euro verkauft. Die werden damit so auf die Nase gefallen, aber so. Ja. Ist einfach als Add-on rauszubringen und man braucht das Spiel nicht. Ich hatte auch kein Far Cry 3 zu dem Zeitpunkt. Aber für 15 Euro rauszuhauen, das hat 4 Stunden Spaß gemacht. Länger hätte auch nicht sein dürfen, weil der Westland irgendwann nicht mehr witzig geworden. Es war halt für die Kurse halt witzig und dann auch nicht mehr. Ja. Aber es war richtig geil. Blood Dragon gehört zu meinen Top 3 2013. Weil das einfach, ich habe Far Cry 3 nicht gespielt, wie schon gesagt, bis dahin. Das konnte ich da nicht beurteilen. Und Blood Dragon war einfach so mega witzig, das Spiel. Es war einfach so richtig, es war einfach geil. Es war einfach eine Hommage an alle 80er, 90er Jahre Filme. Also jedes Wort war irgendein Zitat aus irgendeinem Arnold Schwarzenegger schrecklich Stallone Film. Und es war schon richtig geil gemacht. Gameplay war halt Far Cry 3 und deswegen, also so hätten die Split Borderlands eigentlich auch machen sollen. Ja. Ja, noch was zu Borderlands, irgendjemand? Nö, muss ich sagen. Nö. So generell nochmal zusammenzufassen, ein schwacher Nachfolger, der ja kein richtiger Nachfolger ist und hoffen wir, dass es bei Borderlands 3 dann besser machen, ne? Ja, Markus, wir müssen mal so einen Borderlands-Podcast machen. Ja, das ist echt so. Wir müssen eigentlich allgemein mehr Commentaries machen. Wenn ihr es auch so seht, schreibt von den Kommentaren. Wir kommen jetzt zum nächsten Spiel, was Wiener und ich gespielt habe. Ich habe viel zu viel gespielt dieses Jahr. 24. So. Oktober kam ein Spiel, was eigentlich auch ein Add-on hätte sein können, wo ich im Nachhinein sage, 50 Euro war auch zu viel für das Spiel. Aber es war trotzdem, ich habe mich sehr darüber gefreut, es hat wieder eine gute Wertung von mir. Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Was ja praktisch 1:1 Civilization 5 war, nur mit einem Weltraum-Setting, damit natürlich neuen Rohstoffen, neuen Gegnertypen. Und so weiter, aber allgemein war es trotzdem immer noch dieser Fünfeck-Look, sag ich mal, komplett und auch von der Idee her mit dem Wirtschaftssystem und ja, dem Aufbausystem und auch, okay, es gibt neue Siegmöglichkeiten, aber sonst allgemein vom Aufbausystem, Wirtschaftssystem, dem Politiksystem, alles relativ 1:1 übernommen, nur halt alles mit Alien-Geschichten und so weiter und es war richtig cool, ich habe mittlerweile 3 komplette Runden gespielt, 12 Stunden Spielzeit. Aber wie gesagt, es war für mich eigentlich nur ein... Man hätte es auch als Alien-DLC für Sid Meier's Civilization 5 rausbringen können für 20 Euro. Muss ich im Nachhinein leider sagen. Nur als Civilization-Fan habe ich mir es dann doch leider geholt. Na, leider kann man nicht sagen. Es war schon echt cool, aber es war halt leider zu teuer eigentlich, muss man sagen. Mhm. Ich fand, es war mehr ein DLC gewesen. Aber es war echt cool. Ich bin davon überzeugt. Ich würde es auch jedem empfehlen, aber erst, wenn es ein Tick günstiger ist. Wenn man schon 5 hat und wenn 5 nicht hat, dann kauft es euch für jeden Preis, wie ihr es haben könnt. Wollt ihr was sagen oder war das? Nee. Ich will da bloß nichts zu sagen. Ich fange dann wieder irgendwelche unnötigen Diskussionen hier an. Ja, Tore, kein rundenbasierter Strategiefan. Nö, ich bin eher so Age of Empires, Warcraft, Stil, so. Also echt Civ interessiert mich eigentlich. Was heißt, interessiert mich nicht, aber ich hab das Civ 5 auch. Aber ich hab's einmal mit Kevin versucht und ich mich flash das. Ich zieh das einfach nicht an. Also den
Mir ist echt diese Spielreihe ist nicht so für was für mich. Mir ist echt das Strategie zu schnell. Also StarCraft oder wie gesagt Warcraft oder so. Das ja, wir haben auf der LAN Warcraft doofe. Gespielt, da habe ich alle abgezogen ja. Und ja, machst du nächste, ne? Hätten wir Civ gespielt, hätte ich alle abgezogen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin der Fan von rundenbasiert, ich bin auch sehr großer Fan von der XCOM-Reihe und so weiter, deswegen, also rundenbasierte Strategie gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir zum Spiel, was nicht mehr annähernd rundenbasiert ist. Wir kommen zu dem neuen Ableger von Call of Duty und zwar Advanced Warfare kam dieses Jahr. Zum ersten Mal seit Jahren mal wieder Neuentwickler von Sledgehammer Games, die bis dahin eigentlich nichts Großes gerissen haben. Hat Activision praktisch ja fast neu gegründet. Sie haben bisher nur den Multiplayer von MW3 zum Teil mitgemacht und noch irgendein anderes Kackspiel, aber das war's dann auch. Also Sledgehammer Games eigentlich so ein bisschen so ein Randstudio, aber mit Advanced Warfare wurden sie dann mit 3 Jahren Entwicklungszeit, die haben seit MW3 halt daran entwickelt, was eigentlich, muss man sagen, ein Third-Person-Ableger werden sollte. Der erste Call of Duty Third-Person-Sequel zu Call of Duty sollte das werden, aber daher wird es dann doch zu einem Vollpreistitel und damit auch Ego. Und ja, ich und Tore haben es geholt am Release, wir sind von da an zu lange gegeilt, bis er nichts mal eine hatte. Lange Geschichte. Ja. Denn alle Kiddies müssen es natürlich am Release dann erstmal im Laden kaufen. Oder ja, die Mamas, die viele Mamas. Und sich den einen Tag wieder aufregen, dass es kacke ist. Ja, die Leute, die arbeiten müssen. Wir durften uns dann den leeren Regal angucken. Ja, im ersten, also das Witzige war, im ersten Laden war nur eins. Ja, das kostet und 65 und, oder so. Ja, Onni und Tori gucken uns an, wer kriegt das jetzt? Erstmal prügeln. So. Das hätte in einer Family Guy Szene mit Peter und dem Huhn ausarten können, aber ist es dann doch nicht, da Mediamarkt dann doch 2 Exemplare hatte. Und nicht nur 2, die hatten doch ein bisschen mehr. Ja, die eigentlich noch im Karton waren. Jedenfalls, Advanced Warfare Tore. Du hast die Kampagne gespielt, ich noch nicht, hab nur den Multiplayer gesuchtet. Ja. Da warst du den Multiplayer relativ wenig gespielt, muss ich sagen. Du bist noch nicht mal Prestige 1. Nee, noch lange nicht. Nee, ich bin plötzlich 1 Level 3 mittlerweile. Was erzählen, du kannst erst mal was zur Kampagne sagen, ist ein bisschen kürzer gehalten. Also, Kampagne, finde ich bis jetzt, ich muss kurz nachdenken, ich will nicht so viel sagen. Also, die beste Kampagne würde ich sagen, ist es nicht, aber eine super Kampagne, macht mega von viel COD. Spaß. Von COD. Okay. Und ich muss nicht, sagen, dass hier irgendwie auf falsche Gedanken kommt. Und COD, muss ich sagen, macht echt gute Kampagne. Jedenfalls MW2 fand ich bis jetzt... Nee, es macht es echt so. Spiel die mal. Also für COD, machen die gute... Die machen gute Action-Kampagnen mit wenig Story, man sagen. MW2, ja. Viel Bumm. MW2 hat echt eine gute Kampagne rausgehauen. Also wenn ihr niveaulose Unterhaltung Alter, haben wollt. Hä? Ich sag ja nur. Also ich, nicht, dass die Leute ein falsches Bild kriegen und sagen, boah, das ist eine geile, bestimmt geiler als Far Cry oder sowas. Das ist doch sowieso. Dass man das in einem ganzen anderen Verhältnis sehen muss, ne? Ist halt für COD eine gute Story, ne? Sind halt schöne Action, bisschen entspannen, einfach mal sich mit Bum 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 berauschen lassen und ein bisschen durch Gegner ballern. Die mit der Brücke haben sie richtig gut gemacht und dieses Exoskelett da, das passt richtig gut rein, also das haben sie echt gut gemacht. Okay. Und die Story war auch gar nicht schlecht und Kevin Spacey war natürlich auch richtig gut gemacht. Fand ich jedenfalls in seiner Rolle als Bösewicht, sozusagen. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber jeder weiß es, Kevin Spacey. Ja, in jedem Trailer, den sie jetzt zur Marketing-Schraube dann benutzt haben. Das dann ist meistens immer ein bisschen einfallslos. Am Anfang ist es immer so ein General, irgendwie der Gute, nachher ist er doch nachher der Böse. Hat irgendwie eine Also immer dasselbe jedes Jahr. Ja. Immer jedenfalls so, aber... Man tut halt, weil man Spoiler, man kann keine Kampagne spoilern. Also doch, die war echt, also wenn ihr Advanced Warfare rumliegen habt und denkt, oh, ne, Kampagne ist eh scheiße, spielt die mal ruhig, die macht echt Spaß, also... Ist echt witzig gemacht, ja. Ich werde es mir auch mal gönnen. Im Moment, wie gesagt, kam es halt, wie gesagt, schon Spiele wie The Wilson raus und so, die halt nur auf Kampagne setzen. Die gingen auch mehr kampagnentechnisch einfach vor. Lass ich noch nicht zurückkommen, aber als Kevin Spacey Fanboy werde ich auf jeden Fall mal spielen. Das Doofe ist natürlich nur, dass auf der E3 die Kampagne wieder mega erste Sahne aussah, aber das war ein bisschen weniger. Also E3 war wieder ein bisschen dick aufgelegt. Wie immer. Bisschen doll dick aufgelegt. Also die Kampagne sieht nicht so mega episch aus, war deutlich besser als die Vorgänger. Gut. Wie immer halt. Machen wir Multiplayer, komm. So, zum Advanced auf dem Multiplayer sag ich mal ein bisschen was. Also erstmal im Vorfeld, die ersten 2 Tage nach Release wurde von jedem YouTuber, gerade von einem gewissen Carsten, auf Twitch wurde er hochgehypt bis zum geht nicht mehr. Ab dem 3., 4. Tag ging es dann los, dass es langsam kacke wurde. Ab dem fünften Tag war es dann schon schlechter als Ghost. Ja, bei mir ist es so gewesen, wir haben es natürlich auch die ersten Tage dick gesuchtet. Ich war nach 3 Tagen Prestige 1 und mittlerweile bin ich am Ende von Prestige 1, ich glaube ich Level 30, 35 irgendwie so. Es gab 20 Stunden Spielzeit dafür, dass jetzt auch noch Unity rauskam, eigentlich ein ganz netter Wert. Wenn ich Unity durch habe, werde ich auch mehr spielen, denke ich mal. Aber Advanced Warfare, mir gefiel es mit dem Exoskelett, war eine echt coole Idee. Aber wieder schwach umgesetzt, da es zu viele unsichtbare Wände in der Luft gab, wo man dann nicht hinspringen sollte. Man sollte nur seine bestimmten Wege springen. Was schon wieder ein bisschen schwach war, die Maps waren wie immer Call of Duty-Style. 5 Meter laufen, ersten Gegner sehen. Ja, nett. Killstreaks waren cool, da man sie selbst zusammenbauen konnte. Man hat so wie seine Drohne gehabt, dann konnte man einstellen, man möchte sie länger haben, dann kostet es 100 Punkte mehr. Das war wieder Punktestreaks.
dann sagt man, möchte sie gern als Orbi haben, also mit diesen dauerhaften runden Punkten, dann kostet nochmal 200 Punkte mehr, also man konnte sie selbst zusammenbauen halt. Das war cool gemacht, man konnte aber auch ganz schön OP-Sachen zusammenbauen. Hat aber halt auch gedauert, aber gute Spieler war es ein bisschen nervig. Ja, Waffenbalancing, ja, wie immer, die diesmal waren die Sturmgewehre stark. Nee, diesmal ging's eigentlich, diesmal war es ein bisschen ausbalanced, ne? Manche, also, du konntest auch ein paar PMP spielen, also die Sturmgewehre waren aber bis jetzt am besten. Wie immer am Anfang, bis die Patches kommen, dann wird's wieder unbalanced. Ja, alles unbalanced und alles kacke. Ja, also wie gesagt, die Sturmgewehre stark, die ersten drei, die Ball, AK und die letzte, die vier Schuss, die IMR, sind die stärksten Waffen, finde ich. Diese Laserwaffen am Anfang groß gehatet wurden, die können eigentlich nichts, Spieler von Sinsau. Die sind schlecht. Deswegen, also Advanced Warfare, ich finde es ein guter Multiplayer. Nicht mein Lieblings-COD, ich würde sagen fast zweitlieblings COD, also Black Ops 2 wird meine Nummer 1 bleiben, was viele jetzt verstehen. Black Ops 1 Mann. Bleibt mein Lieblings-COD. Deswegen, Advanced Warfare war cool. Wer gerne mal wieder ein COD haben möchte, kann dies kaufen, muss man aber nicht haben, sag ich mal so, aber es ist cool. Also ich fand's gut, sagen wir so. Na, ich fand's, also ich sag nochmal kurz, ich fand's mittelmäßig, also muss sagen, dieses Exoskelett bringt einfach zu viele Leute zum Bunnyhoppen, das ist einfach zu nervig, finde ich. Und also manche Maps gehen dann richtig auf den Sack diesmal, also haben sie manchmal richtig hart in die Kacke gegriffen. Ich sag nur hier, wie heißt diese mit I, wie heißt die nochmal? Instinct. Oh, Instinct, Alter, das ist die größte Kack-Map, die sie je gemacht haben, also richtig schlecht. Ich möchte auch mal sagen, ich finde das ist das beste Map-Design von allen Call of Duty zusammen, also sie haben... Was? Drei Viertel der Maps sind quasi, kommen alle als Lieblingsmap bezeichnen. Also ich finde da keine Map, die irgendwie, außer vielleicht zwei, drei, die richtig scheiße sind. Das von 12 Maps sind die nicht so gut gemacht. Also ich finde, Terrace ist mega geil. Ich weiß die ganzen Namen nicht. Also das Gefängnis finde ich auch doof. Instinct finde ich scheiße. Ride ist fast mein Lieblingsmap. Also wie gesagt, die meisten Maps kamen richtig gut. Das Map-Design gefällt mir gut. Wie gesagt, ich bin Fan von dem Spiel. Tore mittelmäßig. Müsst ihr entscheiden, wie bei Call of Duty, ist mal an sich Sache, ob ihr es haben wollt oder nicht. Also, ja, ich fand's cool. Gehört auf jeden Fall zu einem meiner Lieblings-Multiplayer-Spiele dieses Jahr. Bei Niklas bestimmt auch. Weil es auf dem ersten Tag an lief. Das ist schon mal besonders. Ja, lief am ersten Tag an. Das gibt's im Moment ja nicht mehr. Ersten Tag und direkt einloggen, los geht's. Das ist ja schon was Besonderes. Dann kommen wir zum Spiel, das muss ich mal kurz erwähnen, dass es da war, weil es das größte Xbox-Spiel des Jahres war. Die Halo Master Chief Collection kam raus. Was sollen wir dazu sagen? Die ja am ersten Tag mal wieder Halo überhaupt nicht lief. Der Multiplayer war ja irgendwie, das Matchmaking hat überhaupt nicht funktioniert. Da wurde ja schon mal Patch, läuft jetzt. Wie gesagt, was die bei Drive noch nicht hinbekommen haben, wie eben schon angerissen. Sonst, ich find's cool, das haben die bei fast keinem Spiel bisher gemacht, dass sie alle Multiplayer von allen vier Halo-Teilen in einen Multiplayer gepackt haben. Es gibt ja 100 Maps jetzt. Also die haben alle Halos in einem Multiplayer zusammengepackt, finde ich. Das finde ich eine coole Idee. Das könnte man bei Uncharted machen, finde ich. Da alle Maps nochmal drin, das wäre richtig cool. Oder so, also ich finde, das wäre eine coole Idee, aber sonst waren es einfach nur alle Halo-Teile halt remastered und Halo finde ich eh nicht so geil, also so viel zu Halo. Dann kam für die Xbox, muss man noch kurz erwähnen, noch ein Spiel und das war's noch schon für die großen Xbox-Releases. Sunset Overdrive kam noch, was ich sehr schön fand. Denn es war einfach abgedreht und crazy und cool. Also ich finde es das coolste Xbox-Spiel dieses Jahr. Aber halt leider auch nicht selbst gespielt, da ich keine Xbox habe. Wir warten auf die Windows-Version. Ganz genau. Ja, deswegen können wir auch da nicht allzu viel sagen. Deswegen, da müsst ihr uns leider verzeihen, weil dass wir über die Xbox-Spiele nicht so viel Information haben. So, ja. Dann kommen wir jetzt langsam schon zum Ende des Jahres. Jetzt kommen drei Spiele, die am 13. November released wurden. Das erste Spiel ist Pro Evolution Soccer 2015. Spiel des Jahres, super geil, besser als FIFA. Ja, auf jeden Fall besser als FIFA. Ich werde mich viele haten, da ich PES hate und es viele auch dieser feiern, weil viele auch FIFA dieser haten, aber ich hab's Demo gespielt, ich habe mir eine Stunde lang dieses Spiel angetan und ich find's scheiße. Ja, also vielleicht ist die Grafik geil, das stimmt. Die Grafik ist sogar besser. Die Gesichter sind besser, weil die sind bei FIFA immer mittelmäßig gewesen. Es gibt kein Ultimate Team. Aber die Spielmodi sind natürlich bei FIFA deutlich stärker. Das Gameplay finde ich auf PES schon immer scheiße und ich finde es auch dieses Jahr wieder scheiße. Ich mag es einfach überhaupt nicht. Es war wie gesagt nur eine subjektive Meinung. Objektiv kann ich es nicht beurteilen, da ich aber FIFA-Fanboy bin. Es geht nicht. Ich werde niemals einen Pro Evolution Soccer objektiv beurteilen können. Genauso wie Niklas nie einen Call of Duty objektiv beurteilen könnte. Oder ein Markus. Machst du schon eher? Ja, ein bisschen eher, aber trotzdem auch nicht komplett. Wie gesagt, also PES, nicht so mein Ding, wer drauf steht, ja, PES FIFA wird für immer das ewige Battle bleiben, es wird immer die Fanboys geben und es wird fast keinen geben dabei, der sich gerne spielt. Fällt mir kaum jemand ein, jedenfalls. Dann kommen wir zu den Armbandchen am 13. November. Das erste ist Assassin's Creed Rogue. Ja, Assassin's Creed Rogue ist einfach nur Assassin's Creed 4 Black Flag mit einer anderen Story und einem Templar in der Hauptrolle. Markus. Hat auch keiner gespielt von uns. Markus ja, hat gespielt.
Ja, AC Rogue habe ich auf der Gamescom gespielt und ich muss sagen, es war, ich erzähle die Geschichte nochmal. Das ist einfach so lustig, Leute, gibt's ja. Clemens und ich, Clemens, kennt ihr nicht wahrscheinlich, aber wir sind auf jeden Fall zwei Freunde, richtige AC-Sucht dies Jahr. Also ich erzähle meine Lieblingsspielserie, wisst ihr vielleicht, und ich habe jedes AC mehr als mindestens dreimal durchgespielt. Und das heißt, so ein Black Flag war auch dabei und das hatte ich als letztes gespielt, also ich konnte, sagen wir mal, ja. So, ich gehe dann zum Stand dann da, stell mich da an, krieg dieses Spiel vorgesetzt, alle fangen gleichzeitig an, los geht's, ne? So, und denk erstmal, ach, what the fuck, Leute, ne? Du fängst an mit einem Seekampf, weißt du, das ist einfach exakt wie AC4, nur dass es noch scheiße aussah, weil wir mussten auf der PS3 spielen, ist ja ein Old-Gen-Spiel. Also, what the fuck, einfach nur, ne? Und wir fangen an, so, ne? Ich fick alles weg und so weiter. Und dann hab ich gesagt, ach komm, guckst du jetzt nicht alles an, gehst einfach mal diese Story. Da musst du irgendwie ein Schiff versenken und dann noch durch irgendein Ding klettern und dann noch irgendeinen Typen killen. Dann war, so, hab ich dann alles zapp gemacht, ne? Wie ich das so immer mache, ne? Und dann kommt auf einmal so, ja, AC Rogue, weil ich die also durchgespielt, so. Und dann leg ich den Controller weg, ne? Nimm das Headset auf, guck mich um, keiner war bisher fertig, ne? Ich war Erster. Kommt die zu mir, ist das Spiel abgestürzt, was ist passiert und so weiter. Ich dachte, nee, ich hab's durchgespielt. Oh! Ja, und wie fandest du es? Ich sag, eigentlich muss ich sagen, finde ich scheiße. Ja, aber es ist. Ich sag, doch, ja, bei dir? Warum? Ich gesagt, ja, weil ich finde, das ist genau das exakte Kopie zu AC4 vom Gameplay her und nur mit ein paar Veränderungen und ich finde es einfach affig. Weil ich gesagt, dass sie sowas nochmal so ein neues Spiel rausbringen. Ja, ja, gut. Dann haben wir wieder gemerkt, das war so eine, die, weißt du, so mit zwei Push-Up-BAs da ihr Geld wieder als Nutte verdient hat. Wahrscheinlich als Studentin gern billig schnelles Geld machen wollte auf der Gamescom. Also, so richtig, die hatte gar keine Ahnung von dem Spiel und so und hat dann nur gedacht, ja, dann kannst du schon mal gehen dann und so weiter. Dann, ja, also ich muss sagen, das spiegelt so mein Stehen. Spiegelt so mein Eindruck zu AC Rogue wieder. Das ist von Ubisoft geschaffen worden. Damit man jetzt mal sieht, okay, wie viele würden sich denn noch ein Old-Gen-Spiel kaufen und wie viele würden sich dann ein Next-Gen-Spiel kaufen. Nächstes Jahr kann ich euch wahrscheinlich zu 100% sicher sagen, dass es so eine Scheiße nicht mehr geben wird. Nächstes Jahr wird es nur noch ein AC geben und ich finde auch dieses Doppel-AC hat auf jeden Fall hat keinen positiven Licht darauf geworfen. Vor allem, weil viele jetzt so sagen, dass die Story, was ich interessant finde, die Story von Rogue soll besser sein als von Unity und so weiter. Glaube ich auch nicht. Ich würde mir das holen für den Rechner, wenn es ein bisschen billiger wird, weil es kommt ja auch für den PC zum Glück raus. Das heißt, ich muss es nicht für den PS3 kaufen. Ja. Und dann kannst du mir immer günstig von MMO oder irgendeiner anderen Key-Seite holen. Muss es nicht 60 Euro dafür bezahlen, weil ich absolut viel zu viel finde. Dafür, dass es nur ein billiges DLC ist, im Endeffekt zu AC4. Und sowas mag ich eigentlich überhaupt nicht, solche scheiß Dreck-Spin-Offs, weißt du, wo sie gar keine, im Endeffekt keine Innovation reintun und dann nur eine andere behinderte Story drum entwerfen. Also, ne, absolut nicht Fan davon und ja, da stehe ich auch zu. Und deswegen, Unity ist eigentlich das AC des Jahres und nicht Rogue, muss man so sagen. Ich würde auch sagen, Rogue, was ich auch der Basti mir erzählt, der hat ja beide gekauft. Oh Gott. Und er hat ja, auch Gott. Gesagt, habe ich auch mit der nochmal Nachvollziehung, ob wirklich stimmt bei Basti, aber man ist nochmal nicht so genau, weil Basti auch mal gerne übertreibt. Mhm. Rogue, er hat ja wirklich, das stimmt auch, in 6-7 Stunden hat man es durch. Was das absolut minderwertig. Was geil ist, finde ich, man muss auch kurz aber die positiven Sachen sagen, dass man mal einen Templar spielt, sie haben mal bis mal, das war mal eine coole Idee, finde ich, was sie, denke ich mal, auch nur in Rogue gebracht haben, weil das nicht das Haupt-AC war, da konnten sie sich mal trauen, sag ich mal. Aber das fand ich mal eine coole Idee und das halt, er schließt halt die Handlung zwischen AC3 und AC4 zu Ende ab. Und die ganze Kenway-Story da und damit, denke ich mal, wird auch die Last Gen beendet sein jetzt. Damit ist ja. die Story ist auch komplett abgeschlossen. Die Abstero-Story wurde auch abgeschlossen, soweit ich weiß. Damit ist wirklich die komplette Story abgeschlossen. Unity begann ja komplett neu, auch mit der Real-Life-Story. Und damit kommen wir schon zum dritten Spiel am 13. November. Am selben Tag ist hier nämlich auch Assassin's Creed Unity. Ja, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Nachdem ich mit The Arisen mein Meisterwartespiel hatte, hatte ich dann endlich Unity, mein Zweitmeisterwartespiel. Und mein Spiel des Jahres, sag ich mal soweit. Dann hatte ich es im Regal, hab gespielt und dachte. Bisschen buggy, wa? Ja. Der One-Patch geladen, dann hatte ich schon mal anstatt 10 Frames im Moment schon mal 20. War schon mal ein Erfolg. Mittlerweile läuft es auch so gut wie immer auf seinen konstanten 30 Frames nach dem 5. Patch. Und außer wenn du im Regen durch Menschenmassen rennst, dann immer noch nicht ganz, aber sonst eigentlich fast immer jetzt die 30 Frames, das ist schon mal schön. Bugs im Singleplayer gehen sie mittlerweile, jedenfalls fällt mir nicht mehr bei jedem dritten Sprung durch die Welt. Und nur der Koop-Modus läuft noch nicht so richtig. Da fliegt man gerne mal raus oder einer kann nicht mehr interagieren irgendwie, also kann man den Gegner angreifen oder so. Ich dachte, man kann gar nicht mehr gehen oder so, was war das nochmal? Ja, also Koop ist noch ein bisschen
unschön, aber Singleplayer läuft mittlerweile ein. Sorry. Eigentlich fast wie gewünscht. Ja? Ja, ja. Fast wie gewünscht. Ja, ja. Also Unity, was man sagen kann, erstmal von der Grafik ist absolute Bombe. Ist zwar, wie schon am Anfang des Podcasts in Teil 1 gesagt, Blood and Fame ist das schönste Spiel für mich dieses Jahr. Aber Unity würde ich dahinter auf Platz 2 setzen. Es sieht verdammt gut aus. Und das Schönste ist, wenn du echt an der Notre Dame langläufst, siehst du dort knapp wirklich 1000 Menschen, die sich alle anders bewegen. Alle gucken irgendwie anders hin, protestieren, dann da hinten singen welche und was weiß ich was. Da, alles. Ja, wie schon gesagt, das ist halt so eine Menschenmenge. Das sind alles noch in der geilen Grafik und das finde ich schon der Hammer. Allgemein ist das geilste Setting, finde ich, was ein AC bisher hatte. Die Französische Revolution ist verdammt gut umgesetzt. Paris ist eine verdammt gute Stadt, verdammt riesig. Die ist. Verdammt riesig halt, weiß ich nicht. Ich glaube 1 zu 10 soll das sein, der Maßstab. Ja, wie gesagt, die Notre Dame ist ja das große Stück in der Mitte. Sie hat ja, glaube ich, allein das Ding hatte eine Entwicklungszeit für ein eigenes Team gebraucht. Aber sie durften sie ja nicht einzeln umsetzen, weil das dem Ding ein Copyright ist. Und ein bisschen Schwachsinn ist. Aber jedenfalls, das ist auch sehr gut gemacht und auch die ganze Map halt gut gemacht. Storytechnisch bin ich erst in Sequenz 5 angekommen, kann ich nicht so viel zu sagen. Bisher, jedenfalls mal eine gute Story, wie jetzt im Assassine geworden ist, die in den letzten, gerade AC4, sehr schwach war, fand ich. AC3 war sie annehmbar, aber AC4 war sie echt schwach. Aber auch keine überragende Story, was ich von Clemens gehört habe. Aber wie gesagt, Unity, der Anfang war cool. Wie es jetzt weitergeht, bis Sequenz 3 ist, halt nur wie es im Assassine wird. Wie es dann weitergeht, kann ich noch nicht viel zu sagen. Man kann es eigentlich zusammenfassend sagen, man kennt es alles schon, ne? Man hat das alles schon mal geht es erlebt. Ich glaube, ich orientiert sich ein bisschen an AC2, finde ich, so eine typische Rache-Story halt. Ja, aber man hat es alles schon mal erlebt, deswegen ist es auch nicht so der Wow-Effekt, ne? Es ist schwierig, da noch was Neues zu klatschen nach den Tech. Aber ich finde, trotzdem tut AC diese jährlichen Teile nicht so gut. Ich hätte gerne 2-jährige Teile, wo man ein bisschen mehr reinsteckt, Innovation reinsteckt. Ja. Hätte ich lieber, ich brauche nicht jedes Jahr ein neues AC. Ich würde schön finden, wenn im nächsten Jahr schon ein neues Watch Dogs kommen würde und sie das Watch Dogs wirklich mit dem zweiten Teil gut etablieren könnten. Ja, so abwechselnd. Das ist jährlich abwechselnd, Watch Dogs und AC, weil es sich ja sehr ähnelt und dann trotzdem, ich denke mal, viele AC-Fans spielen auch kein Watch Dogs und andersrum. Dass man trotzdem jedes Jahr einen neuen Ubisoft-Blockbuster hätte, aber halt jeweils mit 2 Jahren Entwicklungszeit. Sprachlich wie bei Call of Duty mit den 2 Studios, nur besser umgesetzt. also dass man halt das abwechseln könnte. Was bei AC noch sehr schön aufgefallen ist, das neue Klettersystem, dass es jetzt 2 Arten von Parcours gibt, Parcours aufwärts und abwärts, mit X aufwärts, mit Kreis abwärts. Und das ist alles neue Animationen im Parcours und wenn man klettert halt, das wirkt sehr agil und sehr schön und wenn du Parcours abwärts machst, dann slidet er überall runter und du musst ja überall runterspringen einfach oder so. Das ist verdammt cool gemacht, also Parcours ist, glaube ich, würde ich sagen, das Beste, was ich je in dem Spiel gesehen habe irgendwie. Es gibt ja viele Spiele mit Klettern. Also wenn man Uncharted, Mittelerde, da gibt es ja genug, aber so gut wie Unity hat es noch keiner bekommen. Aber gut, die Map lädt natürlich auch dazu ein mit den Dächern von Paris. Das war in AC4 auch ein bisschen schwach, fand ich dabei wenig Möglichkeiten, fand ich. Deswegen, also Unity klettern perfekt und Kampfsystem auch komplett neu, rumstehen und kontern ist leider nicht mehr. Jetzt ist es halt auch wie bei Mittelerde oder Batman, dass wenn ein Gegner angreifen musst, du halt direkt kontern, dann leuchtet einmal über den Kopf seine Lebensleiste orange, dann muss man halt auf kontern drücken, wie bei den anderen Spielen. Was gegen mehrere Gegner schon deutlich schwerer wird, also bei mehr als 5 Gegnern sollte man eigentlich schon Reis ausnehmen, weil das schon eigentlich, es ist echt schwer geworden, finde ich. Also nach 2 bis 3 Hits bist du auch tot. Ja. Weil deine Ausrüstung jetzt halt auch sehr viel, also du musst halt die Ausrüstung, die teilweise 125.000 von diesem von der Kohle da kostet, oder halt echt Geld, das gibt Microtransactions, was ich ein bisschen traurig finde, aber beim Singleplayer-Spiel stört mich das nicht. Jedenfalls, die hast halt mehr Gesundheit und andere Sachen und die sieht auch cool aus, du kannst jetzt einfach ohne Umhang rumlaufen und alles, es gibt ganz viele Designmöglichkeiten und ganz viele Waffen, also in alle Richtungen. Es geht natürlich jetzt noch mehr in Richtung Schießen leider, weil wir noch ein Stück weiter nach vorne gegangen sind mit der Zeit. Ich glaube, mehr geht aber leider, oder zum Glück auch nicht mehr mit der Zeit jetzt nach vorne. Ich hoffe, es geht nächstes Mal wieder zurück. Haben ich und Marius gestern schon mal drüber gesprochen. Und das Blöde ist auch, dass die Waffen jetzt nicht mehr wie früher schießen und der muss immer lange nachladen. Mit den Pistolen können die schon fast alle 2 Sekunden Schuss raushauen, was ganz schön nervig sein kann. Du kannst aber jetzt eine schöne Ausweichrolle machen, was es ein bisschen entschärft, aber trotzdem, wenn mehrere schießen, dann kannst du eigentlich nichts machen, dann bist du praktisch tot. Das ist der einzige Makel und der zweite kleine Makel ist der Charakter selber, der Arno. Der ist etwas blass und etwas langweilig bisher, finde ich. Der reiht sich in die Ubisoft-Charaktere von 2014 ein mit Aiden Pierce. Irgendwie nicht so die starken Charaktere geschaffen, finde ich. Ja, kann man so sagen. Ja. Leider. Gut, haben wir alles zur Community da mal durch. Dann kommen wir zum 18. November, wo wir jetzt fast in unserem aktuellen Datum angekommen sind. Far Cry 4 kam an diesem Tag raus. Ja, Far Cry 4, ich finde, es sieht verdammt geil aus und zum Gameplay kann vielleicht der Markus ein bisschen mehr sagen, was er gesehen hat auf der Gamescom. Ja, Far Cry 4 muss ich sagen, das ist so ein Spiel wieder, wo ich so wieder sage, weißt du. Das ist aber auch das Problem, ich habe Far Cry 3 so geil, ja, und wenn ich dann sehe, was du dann mit,
hier mit, wie heißt das hier, mit Far Cry 4 veranstaltet haben. Oh Gott. Also da muss ich echt sagen, ich bin da geteilter Meinung, weil ich finde... Das sieht aus wie Far Cry 3, ja. Ja. Aber es ist, es versucht neuer Teil zu sein, was aber im Endeffekt nicht ist. Es ist vollkommen übersetzt und wenn man jetzt Far Cry 3 geil fand, sind es dann einen, die dann auf Innovation setzen. Dann sagen, hey, das ist das wie das alte Spiel, für die Scheiße, Ja, und dann gibt's halt die welche, die dann sagen, finde das Far Cry 3 fand ich geil und ich find's gut, dass sie halt nichts Neues versucht haben, was ja auch hätte richtig scheiße sein können. Und haben das halt da übernommen, aber ich bin so einer, der so zwischen beiden Seiten steht. Ich finde zwar Far Cry 3 war gut und das somit ist Far Cry 4 hat das auch ein gutes Gameplay, aber hätte man mehr draus machen können. Vor allem sieht das echt fast genauso aus, also das ist echt schwach. Gut, ja. Die Map ist jetzt im Gegensatz zu Far Cry 3 mal was ganz anderes, mal in den Bergen, ne? Und ich muss sagen, ja, ist auch nicht schlecht gemacht auf jeden Fall, aber und die Story habe ich gehört, soll aber naja, so ein bisschen enttäuschen, aber auch nicht zu schlecht sein. Also es ist so eine Hälfte-Hälfte, muss ich sagen. Ich werde es mir auch holen, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es nicht im Gegensatz zu Far Cry 3, was eher gute Anforderungen hatte für den Rechner, also man konnte es auch mit einem schlechteren Rechner sehr gut spielen, nach einiger Zeit patchen und so weiter. Ich hoffe, dass es Far Cry 4 auch noch geht, weil es ja im Endeffekt dasselbe ist. Aber mal sehen. Also wenn es günstiger wird, werde ich es mir holen. Aber ansonsten so Hälfte meine, so geteilte Meinung. Ne? So wie ich sehe, sind wir schon ganz lange dabei. Ich würde sagen, wir machen noch einen Break und das große Finale mit den letzten Games im Dezember seht ihr dann an Heiligabend bei den Gamer Panthers. Oh ja. Der letzte Finale Teil 5 mit einem kleinen Abschiedsfazit, sag ich mal, Jahresende-Fazit mit unseren Highlights, die wir einmal kurz einmal erwähnen. Ja, dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Ich weiß ja, wann Heiligabend ist vom 4. Advent. Da müsste ich jetzt nachrechnen, weil wir nehmen am 22. November auf. Wir sehen uns in 3 Tagen wieder, genau. Dann mit dem letzten Video. Haut rein, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh Gott.